Hi, mein Name ist Maurice von Triggerdinger und ich zeige euch heute das How-To mit dem Triggerdinger-Füßling an der Ferse. Dazu ziehen wir am besten mal kurz unsere Schuhe und die Socken aus, kommen in eine sitzende Position und tasten hier hinten im Bereich unserer Ferse nach einem schmerzhaften Punkt. Oft ist es, wenn man dort beispielsweise einen Fersensporn hat, kann man hier hinten einen schmerzhaften Punkt spüren. Und durch den punktuellen Druck des Füßlings, den wir jetzt hier gleich drauf geben werden, kann sich die gesamte Spannung im Bereich unserer Ferse bis hoch in die Wadenmuskulatur ein bisschen lockern und der schmerzhafte Punkt kann sich reduzieren. Das heißt, hier mit dem Finger erstmal abtasten, dann den Triggerdinger Füßling positionieren und erstmal kontrolliert hier drauf kommen. Ihr habt den Vorteil, dass der Füßling nicht so hoch ist. Das heißt, ihr könnt euren Fuß erstmal entspannt abstellen. Gerade wenn ihr das im Sitzen macht, habt ihr erstmal noch nicht so viel Belastung drauf, sondern könnt hier Stück für Stück euch so für 30 bis 45 Sekunden erstmal reinarbeiten. Und wenn ihr dann merkt, ihr habt den Punkt richtig gut gefunden, dann dürft ihr gerne nochmal das Gewicht ein bisschen erhöhen, nochmal vielleicht ein bisschen Druck von oben über das Bein holen. Oder wer möchte, kann das natürlich auch im Stehen dann durchführen und haltet diese Position für ungefähr 60 bis 90 Sekunden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir haben noch viele weitere Übungsanleitungen mit dem Triggerdinger Füßling. Schaut euch auf jeden Fall auch noch die anderen an.